Jetzt nur ein bisschen blöd, dass die Manea den Buff nicht hat. Also den Rastbonus, aber naja. Ja, Schätzchen. Ach ja, stimmt, jetzt könnte ich auch mal gucken. Was hast du denn an? Das ist Kampfbindung erhöhen und das ist... Ja, ich glaube, das wäre vielleicht gerade sinnvoller. Ja, und das hast du ja eh an. Ja, der ist ein richtiger Profi. Der kann seine Kampfhaltung im Laufen wechseln. Ja, ich bin gleich da, Schatz. Guck nur noch da schnell die Treppe hochlaufen, dann ist die Mami bei dir. Ich muss ja mal sagen, der Drache war so ein Spaziergang gegen hier die Taunt Bannerman. So, jetzt gehe ich Diego essen besuchen. Es ist so angenehm kühl hier drin. Oh, herrlich. At once. Und schon ist mein Kater wieder neben dem Napf, statt im Napf. Ich bin in Crackhold eingedrungen. Constellot muss hier irgendwo sein. Ja. Ich habe irgendwo in diesem Schloss meinen Erzmagier verlegt. Um, 150 an Banditen, 105 an den Grafen, 600 für mich. Ja, das ist genau das, was ich von meinen Steuern erwarte, nachdem ich 61 fucking Security habe. Aber hey. Ja, ja, Leute, ich bin gleich bei euch. Nein, nein, nein. Nervt mich nicht. Ich muss mich hier erst umgucken. Nice and quiet. Ich muss ja erstmal Dinge plündern. Poesie aus Masitak. Ah ja. Kann mir der Sakani mitbringen. Ah. Hübsch. Ist das schön. Die Bretter dieses Bücherregals quillen über mit Büchern, losen Seiten und den verschiedensten Artefakten. Auf vielen der Buchrücken sind nicht zu entziffernde Hieroglyphen gekristelt. Einige sind unbeschriftet. Es würde Stunden dauern, dieses Chaos zu durchsuchen. Ja, aber es wäre so schön. Ich meine, hallo, ich habe sowohl Kana als auch Alot dabei. Die sind voll die Bücherwürmer. Ich kann doch jetzt nicht einfach an diesem Bücherregal vorbeigehen. Das geht nicht. Und vielleicht ist da auch Blut drin. Oh, Piccolino. Musst du jetzt... Ja... Geflügel in Gelee schmeckt natürlich von der Hanfmatte viel besser. Klar, warum auch nicht? Mir würde mein Fleisch auch besser schmecken, wenn ich noch ein paar Hanffusel mit dabei hätte. Manchmal bin ich so fertig. Das Bücherregal durchsuchen. Gut, dass ich ja viel Mechanik habe. Auf einem Regalbrett sind Federn, Drähte und verschiedene andere Teile verstreut. Du erkennst, dass es Bauteile einer Falle sind. Du baust die Falle zusammen und steckst sie ein. Geile Aktion. Lynn guckt auf das Regalbrett. Oh, da sind ganz viele Teile für eine Falle. Aber warum hat die denn niemand fertig gebaut? Warte, ich mach das schnell. Sehr hilfreich.
Nach stundenlangem Suchen tut dir den Rücken weh und deine Augen brennen. Du findest nichts weiteres von Wert. Wäre vielleicht besser gewesen, wenn man Lore gehabt hätte, dann hätte man vielleicht irgendwie Schriftrollen gefunden. Obwohl, ich meine, wer benutzt denn bitte schön Schriftrollen? Lol. Ich muss irgendwann nochmal gucken, was man dann sonst noch machen kann. Süß. Hallo. Ein Mann wankt auf dich zu, als wäre er betrunken. Er bleibt einige Schritte vor dir stehen und blickt mit glasigen Augen auf einen Punkt über deiner Schulter. Thanos muss mit dir sprechen, Elf. Komm. Warte, Thanos wie der Bösewicht aus dem Marvel-Universum? Das finde ich aber nicht so gut. Dann geh doch mal ein bisschen schneller, wenn du mich irgendwo hinführen willst. Oh, in den Raum möchte ich rein. Ein Vithrak wendet sich dir zu und lässt seine Kiefer und seinen langen, klauenbesetzten Finger ineinander klacken. Die Kreatur schwebt schwankend über dem Boden. Gerade als es aussieht, als würde sie dich anfallen, hörst du eine Stimme in deinem Kopf. Elfbestie kommt, ja, Thanos hoch erfreut ist. Kannst du mich bitte nicht als Bestie bezeichnen? Das finde ich nicht nett. Der Vithrak hält inne und mustert dich mit verschlagenen Augen. Nicht Lehrling. Nein, Elfbestie ist etwas anderes. Aha, zum Beispiel keine Bestie. Er neigt sich näher, Membranen um seinen Kiefer herum pulsieren und zittern. Er scheint dich zu beschnüffeln. Das mag ich nicht, das ist mir zu persönlich. Kein Lagergeruch. Nicht wie Kriegernest oben, nein. Die Gedanken des Vithraks sind ein Flüstern in deinem Verstand. Er malmt nachdenklich seine Mundteile aneinander. Wenn nicht Lehrling und nicht Kriegerdrohne, dann vielleicht ist Elfbestie Verbündeter, ja? Seine Augen leuchten. Das kommt ganz drauf an. Wer sind all diese Leute? Was tust du hier? Du glaubst, wir können einander helfen. Was tust du hier und wer bist du überhaupt? Zauber machen. Zauber, um Meister zu freuen. Sieh! Oh Gott, wie süß. Der Vithrak deutet mit einem schlanken Arm auf einen Leibeigenen. Als der Vithrak unverständlich Silben murmelt, wendet der Leibeigene sich dir zu und verneigt sich. Oh, das sind aber tolle Zauber, die er da macht, vor allem wenn ich da das Blut auf dem Boden sehe. Supi. Viel Arbeit noch zu tun, ja, aber Kontrollzauber wird Meister sehr freuen. Schön. Wer sind all diese Leute? Der Vithrak gestikuliert mit dem Arm. Diener, Wachen, nützliche Werkzeuge. Cool. Und wie kann ich dir bitte schön helfen? Mit Schlüsseln. Mit Lehrlingrivalen, zwitschert der Vithrak begeistert. Aha. Thanos arbeitet schwer für Meister, aber andere Lehrlinge, widerwärtige Bestien, wollen Meisters Günstlinge sein. Wollen Thanos töten. Oh, ich weiß gar nicht warum. Thanos zwitschert jämmerlich. Was ist das für ein Schlüssel? Schlüssel ist Worte, ist Wissen. Eine Klaue zeichnet ein Wirbelmuster auf den furchigen Kopf der Kreatur. Meister gibt Schlüsselteil zu jedem Lehrling. Sagt, klügster, stärkster Lehrling nimmt alle Schlüsselteile. Ah, also ich. Cool. Thanos unterstreicht diesen Gedanken, indem er seine Faust ballt. Aber Elfbestie nimmt Schlüsselteile von anderen Lehrling-Rivalen, ja? Dann gibt Thanos letztes Schlüsselteil. Der Vithrak huscht klackernd näher und verschränkt seine Finger. Ja, aber wenn ich all die anderen Teile nehme, warum sollte ich dann nicht auch einfach das Teil von dir nehmen? Also es ist doch total unökonomisch. Thanos ist klügster Lehrling, nein?
Denn wenn Elfbest die Meister sieht, sieht danach Thanos Meister, wird neuer Günstling. Die Augen des Vithrax leuchten. Aha, also soll ich die anderen Lehrlinge für dich töten, oder was? Lehrling-Rivalen töten, natürlich. Na, oh, cool, ja, super, danke. Ich darf deine Drecksarbeit machen und du bist dann der Tollste und darfst die geile Ausbildung kriegen. Ja, supi. Ich wollte mich schon immer mal mit Mord und Totschlag für so ein Scholarship einsetzen. Danke auch. Thanos ballt seine Spindeldürrenklauen zu Fäusten. Thanos weiß, Elfbest, die kam, um Meister zu sehen. Aha. Aber Meister hat Tür und Tür will Schlüssel. Der kriegt sonst sein BAföG nicht. Es hat sich manchmal anders angefühlt, aber ich musste damals für mein BAföG nicht töten. Ja, vielleicht hat es aber geholfen. Thanos öffnet seine Kiefer weit und präsentiert dir eine runde Mundöffnung voller Zähne. Ach, schön. Ja, ich überleg mir das mal. Wahrnehmung 17, du scheinst sehr begierig zu sein, mit mir zusammenzuarbeiten. Thanos begierig, Gunst vom Meister zu gewinnen, noch begieriger zu überleben. Ja, das lässt sich an. Ja, ich geh dann mal. Das ist klauen, wenn ich hier meine Sachen nehme? Also echt. Ist ja alles ekelhaft hier. Ich gehe wieder. Zwergin wirbelt zu dir herum, ihr Gesicht und ihr Hals sind übersät mit frischem Narbengewebe. Ihr eines verbleibendes Auge verengt sich zu einem Schlitz, als sie dich mustert. Raus! Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Krächzen, als sie zur Tür zeigt. Thanos ist mit mir in Handel eingegangen, um deinen Teil des Schlüssels zu bekommen. Vielleicht kannst du mir einen besseren Handel anbieten. Mhm. Woran arbeitest du? Was ist mit dir geschehen? Ich suche nach dem Schlüssel zur Konsulhauts Kammer. Woran arbeitest du? Sie zischt und deutet wütend auf die Tür. Aber ich will dich noch Dinge fragen. Sie hält die rechte Hand hoch, drei Finger ausgestreckt. Langsam senkt sie den ersten Finger, den zweiten. Sie blickt von dir zur Tür. Ich will wissen, was bei drei passiert. Ja. Lynn, die alte Pädagogin, weiß natürlich, dass meistens nur bis drei gezählt wird, weil Kinder dann irgendwas erwarten, nicht weil Erwachsene tatsächlich was vorbereitet hätten. Die Frau flitscht die Zähne und greift nach ihrem Zauberbuch. Pff, mach doch! Du musst schon sehen, was du davon hast. Duck dich, Lynn. Es wird gleich heiß. Ja, war ja gar nicht so schlimm. Oder? Nee, war nicht so schlimm. Ja, okay, vielleicht hat's doch wehgetan.
Ja, doch, hat wehgetan. Doch, wirklich. Kana, du bist der Einzige, der wiederbeleben kann. Ich brauch dich. Genau, hol uns die Lin wieder. Hier, lass uns das mal ausprobieren. So. Brüll mal näher, brüll! Die blöde Kuh hat mit dem Zauber seine Intelligenz reduziert. Das ist nicht fair. Das mag ich nicht. Das ist so eine blöde Kuh. Und, Manea, hast du gut geschrien? Warte, was hast du noch gelernt? Das da hast du noch gelernt. Hey. Nein, bleib da. Und jetzt machen wir Hüpf. Yes. Du verkrümmelst dich wieder und die Manea darf mit ihrem Hopsi-Gedönsi hier hin. Und dann darf sie ihren Dingens machen. Du darfst versuchen, die umzubringen. Sehr schön, das hat schon mal funktioniert. Hopsi-Gedönsi. Ja, das. Ich habe ja immer so eigene Bezeichnungen für die ganzen Zauber und so und Abilities. Lava. Kana, kannst du demnächst heilen? Demnächst, ja. Und Lin, du liegst noch, oder? Ja, du liegst noch. Jetzt kannst du heilen. Dann müsstest du einmal so heilen. So sieht sehr sinnvoll aus. Die sind ja immer noch am Leben. Können wir da nicht noch irgendwie härter drauf casten? Ach, das ist ja auch noch einer mehr, als ich dachte. Wo kommen die denn alle her? Dann brauchen wir noch mehr Sauers, finde ich. Das ist ganz wichtig. Sauer ist ready. Der armen Lin geht's ganz schön beschissen. Möchte ich jetzt mal so erwähnt haben. Ja, ihr müsst auch was machen, Fake Sauers. Lin, nimm du mal die Fernkampfwaffe und bleib da vorne weg.
Genau, stell dich mal dahin, wo es sicher ist. Puh, das war aber stressig hier. Das ist ja scheiß Ausrüstung. Sables Notiz. Sable, es erfüllt mich mit Stolz zu sehen, was du für dein Handwerk erlitten hast. Die anderen Lehrlinge mögen belesener sein als du, doch niemand besitzt deine Hartnäckigkeit. Denn du verstehst etwas, was sie nicht verstehen. Dein Körper ist eine Hülle. Wenn du die Macht erlangst, nach der du strebst, wirst du ihn überdauern. Deine Mitschüler bekämpfen sich gegenseitig, schmieden Intrigen. Nur du erkennst deinen wahren Feind. Okay, also wir wollen alle unsterblich sein. Supi. Let's see what lies this way. Sables Forschungsnotizen. Erfolg mit der neuen Formel. Die Verbindung mit dem Hüllenmaterial ist doppelt so stark wie zuvor. Die Präsentation für Consulhot wird großartig. Ich muss zunächst mehr Skelette beschaffen, bevor ich den anderen Lehrlingen mein Experiment vorführen kann. Ich habe das Gefühl, für die war die Belagerung hier gar nicht so schlimm, weil die haben sich da einfach ganz viel Material für ihre Forschung ergaunert. Freie Hauslieferung, ja, genau so. Nein, ich möchte die Falle nicht auslösen. Ich möchte andere Handschuhe anziehen. Na, das ist wenigstens mal ein gut gefülltes Zauberbuch. Kein Wunder, dass die blöde Kuh so nervig war. Not sure how I feel about this. Geht doch. Not sure how I feel about this. Wegen so einem Quatsch hat ihr das abgeschlossen, ja? Also echt. Und mit einer Falle versehen. Not sure how I feel about this. Oh, das ist aber schön hier. Der, stell dich mal an die Tür. Manea, du kannst dich vielleicht daneben stellen. Hey. Brave. Darfili. Ja, ist okay, Sauer. Wenn du nicht drankommst, dann bleibst du einfach hier. Ja, das schreit doch nach Fireball. Jetzt, wo keine blöde Kuh mehr die Inn zieht. That one hit true. Who said? Ja, sehr schön. Schon viel besser. Edea, also jetzt mal ernsthaft. Wenn du in den Fireball reinläufst, dann ist es jetzt echt nicht Adolfs Schuld gewesen. Absolutely. Ja, siehst du? Siehst du? Dann sagt's auch. Wer in den Fireball rennt, der ist halt einfach selber schuld. Hallo, Baby. Na, mein Kleiner? Ja, Schatz.